So, und damit herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Der Schnatz, der fliegt hier immer noch durch die Gegend. Wir haben hier weiterhin nur 20% abräumen können. Das ist das Wunderbare an diesem Schloss. Es ist voller Geheimnisse. Ich bin jetzt schon unzählige Jahre hier und kenne sie immer noch nicht alle. Ja, reden wir mal hier weiter mit irgendwelchen Bildern. Und den Schnatz können wir ja sowieso nicht fangen. Von daher hätte ich jetzt gesagt, Wingardium Leviosa! Machen wir irgendwas. Seht euch nur diesen Hintergrund an. Sie hätten wenigstens ein Bücherregal oder einen Billardtisch nehmen können. Der hat sogar ein Quidditch-Feld. Was soll ich nur tun? Das ist eine gute Frage. Was würde Godric Gryffindor zu all dem sagen, würde ich gerne wissen. Das würde ich auch gerne wissen. Die fette Dame ist auch nicht gerade ein Rembrandt. Das ist jetzt nicht nett. Aber gut. Stellen wir den Tisch einmal hier drauf. Haben wir einen Tisch auf dem Tisch? Ist glaube ich auch gut. Ah. Auch gut. Hogwarts ist voller Überraschungen. Ja. Du warst lange nicht mehr in unserem Geheimraum. Mirte, ich war nie da drin. Nie. Lass mich doch in Ruhe. Dein Vater hat ständig mit einem Schnatz gespielt. Glänzende Reflexe. Sie kannten meinen Vater? Jeder kannte James Potter. Er hat andauernd sein Haar verstrubbelt. Sah aus, als wäre er mit dem Besen in einen Sturm geraten. Nun viel Spaß noch, Meister Potter. Und verlier den Schnatz nicht wieder. Habe ich nicht vor. Wingardium Leviosa! Ach, pack doch diesen blöden Hocker da weg. Aktio! Die Aktio können wir ja ruhig anwenden. Okay, das hatten wir schon. Das heißt, wir gehen nochmal nach Boron, ich schwör's dir. Crucio! Junge! Manchmal will ich Ron einfach nur noch wehtun. Da machen wir mal hier Wingardium Leviosa. So. Hier kommen wir wahrscheinlich nie rein. Hier kommen wir gerade auch nicht rein. Schläft anscheinend jemand drin. Gut. Gehen wir zur Bibliothek. Ja. Gehen wir mal dahin. Im zweiten Stock der großen Treppe gibt es hinter einem der Porträts einen Gang. Ich weiß. Müssen wir dahin, ist die Frage. Naja, mal sehen. Ich muss dir ein paar Sachen in unserem Geheimraum zeigen. Die anderen brauchen nicht mitzukommen. Ich erzähle alles, Mr. Finch. Ja. Mach du mal. Hier ist doch noch der richtige Weg. Ich war mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Nein. Genau. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Ja, ich bin auf dem Weg. Was ist denn los?
Reparo? Reparo? Reparo! Okay, war die falsche Richtung. Upsala. Bei meinem Glück hätte ich fast wirklich Crucio angewendet oder so. Na, ich bin mir ja nicht sicher. Oder kann ich sie rein theoretisch? Oh Gott! Ich kann wirklich irgendwelche wildfremden Leute einfach anzaubern. Komm mal wieder her. Was ist mit meinem Arm los? Bezweifle einfach mal, dass das gesund ist. Wingardium Leviosa! Ja. Hier haben wir noch den Spiringer. Komm. Wingardium Leviosa. So, machen wir mit dem nächsten weiter. Ist hier für links oben? Ja. Zum Glück hilft er uns ja ein bisschen nach. Nein, du bleibst da dran. Ich wusste, dass das irgendwann passieren muss. Komm. Zack. So, was bringt es uns? Ah. Was bringt es uns? Ah. Ich habe einen neuen Hausgeist entdeckt. Cool. Ja. Hier können wir erstmal nichts machen. Zur Bibliothek. Uff. Was denn los? Uff. Was haben wir jetzt? Ich habe meinen Stundenplan verloren. Wingardium Leviosa! Okay, hier haben wir nochmal einen Springer. Ich merke schon, das Spiel möchte, dass ich wieder Schach spiele. Ich habe noch nie Butterbier getrunken. Ich wollte, aber ich habe die Flasche verloren. Ich habe auch noch nie Butterbier getrunken. Ich, hab's doch nicht vor. Ich weiß noch nicht, warum Harry die ganze Zeit hier rumschreien muss. Reparo! Ich gerne, aber ich hab zu tun. Kann man das nicht mehr in normalen Ton sagen? Hey. Verstoppt, als er kann man gar nicht aussehen. Was meinst du? Depulso! Hi! Hi. Ja, ja, dahinter ist nichts. Das weiß ich. Hier den Teppich ein bisschen auflockern kann man auch nochmal. Kann der Gegentier ja nicht schaden. Ah, warte, hier ist noch was für Actio. Hallo? Actio! Wollte gerade sagen. Das war doch eigentlich klar. Sehr schön. Gut, müssen wir jetzt hier rein? Nee, doch nicht. Okay. Verstehe ich nicht. Das ist so hoch für mich. Das versteht ein Harry nicht. Wer hat wen wo Aufgang? Unbedingt nach Hogsmeade. Kommst du mit? Depulso!
jetzt ansehen, wie Peeves mit Sachen um sich wirft? Kannst du nicht jemand anderen beleidigen? Ich würde mir gerne ansehen, wie Peeves mit Sachen um sich wirft, aber ich bezweifle das. Als ob jemand Harrys Frisur mal gelobt hat. Das bezweifle ich ja mal. Warum hören die nicht mal auf damit? Womit? Das Buch müsste hier irgendwo sein. Da ist es, dort oben. Das brauchen wir. Wie kommen wir darauf? McGonagall hat uns noch nicht beigebracht, wie man sich in einen Vogel verwandelt, oder? Wingardium Leviosa! So. Hat jemand ein Netz? Na, chill. Ach, das ist doch... Alter. Nutzt doch einfach Actio. Natürlich muss ich dieses blöde Buch sonst wohin verziehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist eine Bibliothek. Nein, echt? Ich dachte, das wäre ein Weihnachtsmarkt. Was ist denn los bei dir? Achtung, es bewegt sich wieder. Danke, Ron. Hätte ich fast nicht gesehen. Jetzt geht's auch. Das ist so dumm. Wirklich, das ist so dumm. Einen schönen Tag wünsche ich. Ich nicht. Geht mir einfach alle nicht auf die Nerven. Ups. Mann, ich hab einen Muggel verzaubert. Psst, seid still, sonst hole ich Madame Pins. Ja, mach doch. Hätte ich doch nur meinen Besen. Dein Besen für eine Bibliothek. Ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Das ist nicht das richtige Buch. Das ist aus der verbotenen Abteilung. Es muss ausgebüxt sein. Wir sollten uns irgendwohin verziehen, wo wir es ungestört lesen können. Wie wär's mit der Toilette der maulenden Myrte? Tolle Idee! Cool. Aber was bringt es uns jetzt? Ich werde es wahrscheinlich nie verstehen. Heißt es dann auch Toilette? Myrtes. Ja, Myrtes Badezimmer. Okay. Unheil angerichtet. Wenn Harry es schon nicht mehr sagt. Geh doch weg! Was ist los? Ist bei dir alles am Lack? Alles im Lack. Los. Ich wollte gerade sagen, das Porträt, das schläft eh wie immer. Professor Umbridge wird ihn beseitigen. Hau ab. Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Ja, kannst du vielleicht noch lauter sagen, Hermine? Dann weiß auch jeder, wo wir hingehen. Ja, ich will das sehen. Ich will sehen, wie Peeves mit Sachen um sich wirft. Aua. Naja. Geteiltes Leid ist halbes Leid, I guess. Keine Ahnung, warum es in die verbotene Abteilung gehört. Ein Buch über die praktische Anwendung von Zaubern. Das ist es also. Praktische Anwendung. Ich wette, Umbridge hat es dort hingestellt, damit wir keine Zauber üben. Na los, Harry, welchen sollen wir lernen? Der eignet sich für den Anfang ganz gut. Incendio. Hier steht, man soll den Zauberstab ausrichten, ihn dann so schwenken und den Zauber sprechen. Incendio. Verflixt! Warum verflixt? Prima, zünde eine andere an. Incendio! Versuchen wir es mal bei den Lampen hier. Na los, Harry. Okay. Depulso!
wenigstens hier für eine Überschwemmung sorgen. Ah. Das war schon immer mein Hobby. Mädchentoiletten immer zerstören. Was kann ich jetzt? Ich will. Genau. Genau die will ich. Das wollte ich jetzt nicht. So. Dann sollte da noch ein Licht sein. Sehr schön. Und das. Dann haben wir eigentlich alles. Ah ne, das. Versprochen, mich zu besuchen. Hallo, Myrte. Dieses Buch ist wirklich nützlich. Wirst du uns zwingen, es zurückzubringen, Hermine? Bibliotheksbücher sind zum Ausleihen da, also tun wir nichts Unrechtes. Verlasst euch auf mich. Gehen wir zurück zum Gemeinschaftsraum. Wir müssen uns auf unseren Hogsmeade-Besuch vorbereiten. Sirius! So, Umbridge macht also Schwierigkeiten. Sie lässt uns nicht zaubern. Tja, weil Fudge denkt, dass Dumbledore in Hogwarts eine Zaubererarmee aufbaut. Da kommt jemand! Tut mir leid, ich muss jetzt hier weg. Mann, verflixt! Klasse. Voldemort ist auf dem Vormarsch und Fudge hilft ihm noch dabei. Was sollen wir bloß machen? Selbst verteidigen können. Und wenn diese Umbridge uns das nicht beibringt, muss ein anderer uns unterrichten. Wer will schon von mir was lernen? Wenn du sowas wirklich erlebst, ist das nicht wie in der Schule. Wenn du um ein Haar ermordet wirst oder wenn ein Freund stirbt direkt vor deinen Augen. Du hast recht, Harry. Deswegen brauchen wir deine Hilfe. Wir haben sonst nicht die geringste Chance gegen Voldemort. Sie machen alle mit.